Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 8. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich, Chris Kämmerer wieder und er. Und wir wollen, wie immer, auf den FX-Markt schauen an dieser Stelle. Wir sehen hier schon ja, eine gewisse Schwäche beim Euro, die sich hier auch schon seit der Asia-Session durchzieht. Wir sehen hier in der Übersicht der Heatmap sämtliche Europairs im Minus, also hier eine klare Euro-Schwäche, lässt sich auch anhand einer ja, oder der Währungsstärke-Indikation sehr, sehr schön ableiten. Der Goldpreis heute hier ein Stück weit unentschlossen bislang, aber genau den wollen wir uns mal anschauen. Der hat nämlich jetzt just in der letzten Stunde wieder angefangen, ein Stück weit nach oben zu drehen, vielmehr in der letzten halben Stunde. Und ja, Gold weist heute und auch generell mehrere interessante Konstellationen auf. Fangen wir mal am besten mit dem Wochenchart an. Hier hat sich in der letzten Woche, und da sehen wir hier sehr schön an dieser blauen Candle, dieser Wochencandle aus dem vergangenen Wochensegment sozusagen, hier ein Daily Close über dem Widerstand von 1210. Nicht nur Daily, sondern eben auch Weekly Close, also Wochenschlusspreis oberhalb dieses Levels. Und daran wird auch direkt angeknüpft. Wir sehen, der Preis schraubt sich hier weiter nach oben und das ist tendenziell sehr, sehr bullisch zu sehen. Dazu haben wir hier eine positiv verlaufende Saisonalität mit Blick auf den weiteren Februarverlauf. Wenngleich hier ein kleiner Dip kurzfristig erfolgen könnte, zur Mitte des Monats, hier zum Valentinstag, wohl mit signifikanten Tief. Mal abwarten. Letztlich hier aber die Tendenz zumindest nicht schlecht, gerade im weiteren Februarverlauf, sodass die nächsten Wochen auch bis in den März hinein sogar hier durchaus bullisch verlaufen sollten. Also sieht gut aus, Ausbruch auf Wochenbasis geglückt, dürfte also weiter nach oben gehen. Nächstes Ziellevel lässt sich hier auf Tagesbasis mal insofern ableiten, dass wir hier bei 1305 etwa den nächsten Widerstandsbereich hier auf Wochenbasis haben. Das wird spannend zu beobachten sein, aber bis dahin haben wir eigentlich luftleeren Raum. Hängt auch hier mit dieser Wochenkerze im Sinne der US-Wahl und des Trump-Siegs zusammen. Hier gibt es eigentlich keine signifikanten Widerstände auf dem Weg und da tauchen wir genau in diese Wochencandle von November eben ein und diese weist darauf hin, dass wir eigentlich erst bei 1300, 1305 etwa mit Widerständen zu rechnen haben. Das heißt, wir haben hier ordentliches Potenzial gen Norden und übergeordnet will ich Ihnen auch das Bild mal nicht vorenthalten, denn der Goldpreis im Big Picture soll auch noch mal kurz betrachtet werden. Hier haben wir im Prinzip die Monatscandles und den generellen Verlauf der Goldpreis hier seit der Jahrtausendwende in einer sukzessiven Aufwärtsbewegung, die sich allerdings auch hier schon seit 2011 eben hier ja, in einer Konsolidierung befindet. Noch nichts mal große Korrektur oder Weltuntergang vom Goldpreis, nein, im Prinzip hier ein Verdauen nach diesem starken Aufwärtsdrive. Und wir sehen auch hier letztlich die Stärke, das war auch damals hier in einem früheren Devisenradar mal unter die Lupe genommen, als wir hier praktisch diese Trendlinie von oben anliefen und entweder eben doch nochmal in Richtung 1040 rund bzw. 1000 Dollar hier fein uns absinken könnten oder aber eben abprallen. Und wir sehen, der Handelsmonat Januar hat hier praktisch diesen Abprall vom Dezember bestätigt und jetzt haben wir auch hier Luft nach oben in dem Bereich 1300 und hier sehen wir speziell bei 1325 auf Monatsbasis so eine Art Horizontalwiderstandsbereich, also auf jeden Fall Luft vorhanden und der Goldpreis generell hier im Erholungsmodus. Richtig bullisch wird es erst, meine lieben Zuschauer, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, wenn wir hier signifikant über diese Abwärtstrendlinie seit den Hochs aus 2011 gehen und da wären eben Preise oberhalb von 1450 Dollar je Unze zu favorisieren. Da muss der Goldpreis schon drüber, damit wir hier wirklich einen signifikant bullischen Bias auch langfristig wieder bekommen. Konsolidierung hält an, aktuell korrektiv, aber eben auch mit Potenzial nach oben. Gut, das wäre mal hier sozusagen der große Blick gewesen auf den Goldpreis. Gehen wir jetzt mal in den Tageschart. Auch hier die Skizzierung dessen, dass wir den Ausbruch im Sinne der positiven Saisonalität auch präferiert haben. Hier auch das nächste zwischengeschaltete Ziel, deswegen auch der Zoom in den Chart vom Wochen- zum Tagesbias. Sehen wir hier ein kurzfristiges Ziel bei 1275 herleitend ausgehend von dieser Abwärtstrendlinie aus dem Sommer des letzten Jahres. Ja, hier mehrere Bestätigungen und dann hier im Sinne der Trump-Geschichte am 9. November auch nochmal ein Spike drüber, aber letztlich drunter geblieben per Daily Close, insbesondere eben schwacher Tageskerze. Und hier haben wir sozusagen auch ein kleines Bündel an Widerstandsleveln. Also kurzfristig kann gesagt werden, 1275 ist erreichbar. Darüber hinaus könnte es dann eben 1305 werden und alles weitere gilt es dann eben abzuwägen. Grundsätzlich aber das Bild eben hier mit dem Ausbruch über 1205, 1210 sehr, sehr bullisch. Nur haben wir heute eine negative Fuzzy-Vektorlogik. Ja, und wir sehen auch den aktuellen Tagesverlauf
Verlauf. Gestern hier auch ein Hammer ist das noch nicht mal. Eine kleine Unsicherheitskerze. Die Schwankung auch sehr, sehr übersichtlich am gestrigen Handelstag. Wenn ich mal hier auf die Statistiken schaue, dann sehen wir hier gestern eine Range von bescheidenen 8 Dollar. Heute auch gerade mal 5,39 Dollar gelaufen. Wir haben hier schon Zeiten gehabt, da ging der Goldpreis regelmäßig in dem Bereich 15 bis 20 Dollar am Tag. Auch der Schnitt der letzten 20 Tage weist nur auf eine Range von 12 Dollar hin. Das heißt, der Goldpreis ein Stück weit, ja, weniger ausschlagsfreudig, aber dennoch natürlich hier mit einer positiven Tendenz versehen. Nichtsdestotrotz haben wir hier statistisch gesehen jetzt noch ein Stück weit Luft an Range. Rund 12 Dollar sollten es eben sein können. Und wenn wir gerade 5,39 haben etwa, ja, dann dürfen wir schon noch mal fast das Doppelte oder mehr als das Doppelte erwarten. Also sieht spannend aus. Aber warum Fuzzy-Vektor Intraday-Logik? Der blaue Pfeil bleibt auf Tagesbasis so bestehen, denn selbst wenn wir heute konsolidieren sollten, und dafür spricht der Wochentag und auch die negative Fuzzy-Vektor-Logik, sollte es hier mit Blick auf die kommenden Handelstage eben doch weiter gen Norden gehen. Und für die Fuzzy-Intraday-Logik bediene ich mich jetzt mal auch dem Intraday-Chart vielmehr. Hier auf dem Tageschart noch kurz abgeschlossen. Wenn wir ein Pullback starten, also eine größere Schwäche sehen sollten, dann ist der Goldpreis hier im Bereich 1210 gut abgesichert. Hier dieses Level 1205, 1210, diese Zone eben viel mehr. Machen wir auch direkt mal grün. Das ist ein Bereich, sollten wir da ein Pullback sehen, wäre das eine sehr, sehr interessante Rebuy-Zone. Ob die denn natürlich dann überhaupt angelaufen wird, das will ich jetzt mal in Frage stellen, aber generell könnte es eben sein. Und da zaubern wir auch hier noch ein Fibonacci-Level hin. Das 23,6er dürfte sich dort verbergen. Punktlandung in diesem Bereich hier wäre also wirklich formidable, falls das geschehen sollte. Grundsätzlich aber die Tendenz eben weiter nach oben gerichtet. So, dann gehen wir jetzt gleich mal in den Tagesschart und schauen uns mal an, was es sich praktisch dort so zu ereignen hat. Fuzzy-Vektor-Logik heute, wie gesagt, ein Stück weit negativ, deswegen zeichne ich den Fall auch mal nach unten. Ja. Im Anschluss dessen könnte es aber auch schon wieder nach oben gehen und da bleibt das kurzfristige Ziel eben, wie schon gerade benannt, so bestehen. Richtig kritisch oder kritisch kann man auch nicht sagen, aber ein Stück weit bärisch wäre es eben, wenn wir hier deutlich unter die 1205, 1210 gehen. 1200 als Aufgabe wäre sicherlich kein positives Zeichen. Deswegen machen wir auch hier mal auf Tagesbasis den grauen Verlaufsfall. Und ansonsten gehen wir jetzt dann eben hier mal in den Intraday-Chart. Das wird den einen oder anderen sicherlich auch interessieren. So, haben wir das mal hier fertig skizziert in die Stunde rein. Und da sehen wir hier auf jeden Fall von gestern sehend. Tageshoch hier diese grüne Linie. Da haben wir hier oder besser gesagt, das war ja hier das Hoch der Asia-Session, Schrägstrich des Vortages, gestern genau in diesem Punkt gescheitert. Und was wir hier sehen, ist im Prinzip eine negative Divergenz, so nennt das sich. So nennt sich dieses Verhältnis. Das heißt, die Preishochs, die der Goldpreis hier markiert hat, werden vom Indikator nicht bestätigt. Nennt man klassische negative Divergenz und kann ein Input, ein Hinweis dafür sein, dass es hier um eine mögliche Schwäche handelt. Divergenzen müssen aber nicht immer eben positiv wie negativ, in dem Fall negativ, auch negativ aufgelöst werden. Das bleibt mal abzuwarten. Aber mit diesem kleinen Widerstandsbereich, mit dieser Divergenz und der negativen Fuzzy-Vektor-Logik sieht es eben doch ganz interessant aus. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wir haben beim Goldpreis einen Pattern während der letzten 17 Jahre, das sich hier 168 Mal erfüllte, Trefferquote von 63,1%. Könnte gut besser sein, ja, könnte gut sein, könnte besser sein, aber ist okay. Und sagt eben voraus 1233,52 ein theoretisches Hoch. Da sind wir heute schon drüber gelaufen mit einem Hoch von 1234,64. Ein bisschen Toleranz sei erlaubt, aber letztlich dürfte es sich so langsam auf der Oberseite erschöpft haben. Zeigt auch hier die mögliche negative Divergenz an. Und letztlich haben wir hier ein theoretisches Tagestief von 1227, also hier die gestrigen Tiefs auf jeden Fall mal angesteuert. Und ein Close im Bereich, im Moment 1223. Jetzt haben wir es hier. Support Level 2 und ein Close im Bereich des gestrigen Tiefs. Also so könnte das mal aussehen, anhand der Fuzzy-Vektor-Logik. Tatsache ist, wir sollten wieder den Pivot Point unterschreiten. Ja. Unter 1232 wäre es interessant. Oberhalb dessen würde ich die Finger von Shorts lassen. Soll heißen, es kann hier definitiv, wenn es unterhalb des Pivot Points geht oder auch insbesondere ein neues Tagestief gibt, Grundvoraussetzung wäre dann sogar noch, oder Idealvoraussetzung, dann sogar ein neues Tagestief, wären die Chancen in Richtung 1223 gut. Close dann, wie gesagt, im Bereich 1227 und dann könnte der Tagesverlauf so
aussehen. Das mal hier zur heutigen Kristallkugel. Klar bullisch, wenn wir hier über 1236 rausgehen, sprich auch die negative Divergenz auflösen. Dann haben wir hier auch entgegen der Fuzzy-Vektor-Logik klar bullischen Bias und dann dürfte es eben definitiv weiter raufgehen. Der Wochentag selber stimmt aber auch hier ins negative Rohr. Der Mittwoch hier statistisch gesehen im Overall-Handel mit 46% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Wochentage negativ. Und insbesondere, wenn man auf die 24-Stunden-Statistik geht, wird es ein bisschen, auf die 7- bis 22-Uhr-Statistik wird es ein bisschen bitterlicher. Da haben wir nämlich nur 38% positiver Schlusspreis. Also der Mittwoch wirklich auch vom Donnerstag gefolgt ein schwacher Wochentag beim Goldpreis mit diesem negativen Bias von der Fuzzy-Vektor-Logik. Sieht das eben wirklich interessant aus, dass wir heute schrägstrich morgen eine Schwäche erleben könnten und der Goldpreis sozusagen nochmal durchschnauft, um dann nach oben möglicherweise auszubrechen. Bleibt auf jeden Fall spannend und interessant. Wir werden sehen, wie es kommt, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen 9:30 Uhr wieder zum JFD-Devisenradar. Ansonsten natürlich immer auf die JFD-Site schauen und prüfen, welche Webinare wir abfahren. Gestern gab es das Webinar zum Money und Risk Management und es wird diesen Monat auch noch einige andere Events geben, unter anderem auch Live-Event mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader, wo man hier praktisch halbautomatisiert mit einer Softwareunterstützung sehr, sehr schönes News und Intraday-Trading vollziehen kann. Wird spannend. Ansonsten prüfe, wer sich ewig bindet. Schauen Sie auf die richtige Brokerwahl. XAU-US-Dollar ist der Spotpreis am Interbankenmarkt, den Sie auch hier über JFD Brokers handeln können. So, dann wünsche ich einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder. Ihr Chris Kämmerer. Auf bald und tschüss.